soweit wir es können. So, wollen wir hier alles abtragen? Gut, dann fangt mal an. Ja, da ist jetzt das Problem, dass Steine dabei rumkommen. Ah, okay. Wartet, 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 wartet. Bitte wieder senken. Ah, brech das ganze Ding mal ab. Müssen wir doch mit einem Steinbruch arbeiten. Ah, was ihr machen könnt, ist Bodenformung. Den Boden hier auf ja diese Höhe anheben. Hoffentlich grabt ihr euch nicht gegenseitig ein. So, jetzt nehmen wir wieder unseren. Also erstmal machen wir Bauauftrag und entfernen da die Dinger, die ihr hingepflanzt habt. Dann nehmen wir unseren Steinbruch. Die Höhe. Sollte hinhauen. Ach ja, Steine. Ah, das kann weg. Steine könnt ihr erstmal einlagern. Ernsthaft. Okay, dann lagert keine Steine ein, sondern wir holen uns Steine von woanders. Schnappen uns zwei hier. Achso, ihr seid schon. Na, machen wir es so. Weil wir brauchen auch noch immer Stein, um hier das Ding fertig zu füllen. Thank you.
Ach ja, die Treppe kann ich nicht mehr entfernen. Auch gut. Ja, sieht okay aus, soweit. Muss ich dann gucken, wie wir nachher die Treppe entfernen? Naja, wie gesagt, wenn wir nur Bodenformung machen. Wenn es auch nur ein Fitzelchen ist an Bodenformung. Dann produzieren wir dabei Steine. Genau. Oder auch nicht. Grab da mal weiter. Mal sehen, was passiert. Na gut, die Steine despawnen irgendwann. Nicht das, sondern das wieder einschalten. Ich kann ja nämlich einfach hier ein bisschen Schwefel rausnehmen. Was denen nicht reicht. Okay. Das deleten wir mal wieder. Hoffen, dass die Steine despawnen. Tragen wir den Berg halt in kleinen Etappen ab.
Wenigstens das scheinen sie diesmal richtig hinzukriegen. Oh, kein Platz für dich, ja? Hm, dann machen wir gleich eine zweite Baustelle auf. Noch ein Steinbruch. Ach ja, und auch bei dem wieder alles wegnehmen. Aber vielleicht war es keine so gute Idee, die Treppe für den dort drüben hinzusetzen. Kann sie jetzt auch leider nicht mehr verschieben. Wobei, die Brickthorns müssen ja eh nicht raus, um was zu essen oder so. Also können sie sich ruhig ein bisschen einbuddeln und weitergraben, bis sie irgendwann mal wo rauskommen. Also ja, maximal zwei Steinbrüche kann ich betreiben, weil ich kann ja maximal 15 Brickthorns haben. Und ich gebe einfach mal den Eroberer hier in Auftrag. Oh, es kommt sogar einer, um ihn zu bauen. Das hier schreit fast schon nach einer Hängebrücke. Also platzieren wir einfach mal eine. Dann kann ich nämlich gleich zwei frische Seile herstellen. Hm, interessant. Jetzt laufen sie mit viel zu vielen Seilen in der Gegend rum. Ach, egal. Die werden sie auch irgendwann wieder zurückbringen und die einfach wegschmeißen. So, jetzt werden Bretter gebraucht.
Ja, sie sind schon wieder auf dem Rückweg. Kann ich mir nämlich eine Seilbrücke hier rüber machen, kann den noch erobern. Dann haben wir wenigstens die Hälfte der Kristalle erobert. So, schön zurücklegen. Wie viel Holz bräuchten wir denn? 12. Das heißt, die ersten 9 kommen. Da kommt noch einer.